Hallo meine Dekohasen. Hier mal eine schöne Idee in der kleineren Variante der Glaskelche. Und zwar entweder für flammenlose Teelichter oder für echte Teelichter. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Also es passt tatsächlich beides gut rein. Zack, so. Das ist ganz praktisch und ist auch sicher und es ist auch dafür gemacht. Natürlich alles, was so drin ist, auch bei einer echten Kerze, ist als Windlicht auch gleich nochmal ein bisschen geschützt. Aber sie sind halt so sehr schön in der Dekoration, in den Dekomöglichkeiten. Es gibt immer drei Gläser in 18, 20 und 22 cm Höhe. Auch hier wieder tatsächlich handgefertigt. Jedes ist ein Unikat. Also es sind alles Einzelstücke von einer sehr hochwertigen Glasmanufaktur. Sie sind von außen nochmal in so einem Mercury-Design, das heißt so ein bisschen gesprenkelt bei Silber, gerade wie Bauernsilber so ähnlich. Passt also auch schön zu antiken Sachen und wertet alles nochmal so ein bisschen auf. Durch dieses Glas, durch diesen Glanz. Und wir haben sie entweder dreimal in Silber, aber auch sehr, sehr schön in diesem Rosé, ganz zarten Rosé-Ton. Und hier seht ihr es zum Beispiel mal in meiner Truhe rein dekoriert. Da sieht es natürlich durch den dunklen Hintergrund auch besonders schön aus. Und ihr seht einfach diesen Glanz. Der Glanz, der von der Sonne kommt, der Glanz, der vom Deckenlicht kommt, der Glanz, der von der flammlosen Kerze kommt. Alles wird so reflektiert durch diese metallene Oberschicht, diese Veredelung, diesen Mercury-Glas. Also ich finde das schon besonders schön. Vor allem aber, weil es gesprenkelt ist, kommt eben das Licht von innen auch sehr schön raus. Also ob es jetzt echte Teelichter sind oder flammenlose Teelichter, könnt ihr beides kombinieren. Ich finde gerade so Silber, auch ein schönes die Kombination mit dem silbernen Tablett, mit dem Butter auch gerne, dass man so ein bisschen Licht auch hat. Macht noch mal ein Blümchen mit dazu, das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ich habe auch die Idee, das habt ihr vielleicht auch gesehen, kann man auch ganz gut machen mit so kleinen Pflanzen, die man da tatsächlich hier, das habt ihr viel in meiner Frühlingsdekoration gesehen, einfach noch mal so reingebt. Kann man auch machen, so als kleiner Übertopf. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Schaut gerne in der Bildergalerie, was unsere Dekohasen für euch so und für dich so bereitgestellt haben. Bei mir kommen auch immer wieder neue Fotos. Ihr habt Fotos zu Weihnachten gesehen von mir, jetzt meine Osterfotos. Und jetzt kommen wir in den Frühling, in den Sommer. Und dann kommen wieder ganz neue Deko-Ideen. Ich freue mich auf deine Deko-Bilder. Deine Stefanie.